26 Tagesordnungspunkte umfasste die öffentliche Sitzung des Kreistages am 7. Juli in der Sachsenlandhalle Glauchau. Unter ihnen auch einige Wahlen. So wurde gestern die neue Amtsleiterin für das Jugendamt gewählt, sowie der Amtsleiter für Finanzverwaltung Kreiskasse. Ich freue mich riesig, hier in der wunderschönen Sachsenlandhalle zur neuen Leiterin des Jugendamtes für den Landkreis Zwickau gewählt worden zu sein. Es ist für mich nicht nur eine berufliche Herausforderung und große Chance, ein so verantwortungsvolles Amt übernehmen zu dürfen, sondern auch einfach eine Herzensangelegenheit. Ich freue mich riesig auf die Zusammenarbeit mit den Kolleginnen und Kollegen und natürlich auch mit den Akteuren hier rund um die Jugendhilfe im Landkreis Zwickau. Zu meiner Person. Ja, mein Name ist Annette Milan. Ich lebe in Chemnitz, habe eine kaufmännische Ausbildung gemacht als Bankkauffrau und danach ein Psychologiestudium an der TU Chemnitz begonnen und abgeschlossen. Habe dann lange dort als wissenschaftliche Mitarbeiterin gearbeitet, habe Projekte im Bereich Kinder, Jugend und Familie geleitet und jetzt zusätzlich noch einen Verein. Dort bin ich Geschäftsführerin. Ein Verein, der sich um Kinder, Jugend und Familie ebenfalls kümmert und verschiedene Projekte in diesem Bereich durchführt. Ja, ich freue mich riesig, hier im Landkreis zukünftig vor Ort tätig werden zu können und natürlich auch auf die Zusammenarbeit mit Ihnen allen. Ja, zunächst bin ich natürlich dankbar, dass ich heute seitens des Kreistages hier gewählt wurde und die Aufgabe dann im neuen Jahr 2022 wahrnehmen darf. Zu meiner Wiederauszusagen, ja, mein Name ist Dirk Mehlhorn, ich bin 37 Jahre alt, verheiratet, habe zwei Kinder und wohnhaft im östlichen Erzgebirge. Und meine Ziele, die ich mit dieser Aufgabe verbinde, ist natürlich, oder diese würde ich auf zwei Säulen stellen. Das ist einmal natürlich die Kontinuität, dass ich die Aufgaben meiner Vorgängerin fortsetzen möchte und natürlich auch mit meinen in 2016 bis 2019 absolvierten berufsbegleitenden Studium die erlangten Methoden und weiteren Fachkenntnisse einsetzen möchte, um diese Aufgabe eben zu bewältigen.